Mehr als 8 Milliarden Menschen und nur eine Welt. Der Klimawandel, die zunehmende Knappheit natürlicher Ressourcen und der Verlust an Biodiversität stellen neue Herausforderungen an landwirtschaftlich genutzte Flächen und das Verhältnis von Produktion, Effizienz und Nachhaltigkeit. Wie halten wir Trinkwasser sauber und Böden fruchtbar? Wie wollen wir eine wachsende Weltbevölkerung ernähren? Welchen Einfluss hat die Landwirtschaft auf die klimatischen Veränderungen auf unserem Planeten? Und wie lassen sich Nachhaltigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in der landwirtschaftlichen Produktion noch effektiver verbinden? Ein interdisziplinäres Team sucht am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung nach Lösungen für die Landwirtschaft von morgen. Wie viele Nährstoffe stecken in einer Bodenprobe? Welche Substanzen im Wasser? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, werden Auswirkungen auf Kulturpflanzen im Kontext von nachhaltigen Agrarlandschaften untersucht. Landnutzung ist klimarelevant. Wie können wir Anbausysteme an den Klimawandel anpassen? Mit moderner Technik werden Bodeneigenschaften und Pflanzenentwicklung erfasst und Wasserproben gesammelt. Vollautomatische Systeme messen auf einer international einmaligen Experimentalfläche die Stoffkreisläufe in unterschiedlich genutzten Landschaften. Langzeitbeobachtungen ermöglichen Rückschlüsse auf den Kohlenstoffhaushalt, das Pflanzenwachstum und die Wasserverfügbarkeit in Agrarlandschaften. Moore speichern große Mengen an Wasser und Kohlenstoff, sind aber nur begrenzt landwirtschaftlich nutzbar. Durch den Einsatz bestimmter Weidetiere und angepasster Anbausysteme lassen sich Schutz und Nutzung verbinden. Eine intensive Beobachtung hilft, umweltfreundliche und wirtschaftliche Nutzungskonzepte zu entwickeln. Mikroorganismen beeinflussen die Emissionen von Klimagasen. Für eine klimafreundliche Landnutzung müssen wir begreifen, was in Pflanzen und Böden unter verschiedenen klimatischen Bedingungen passiert. Fruchtbarer Boden geht durch Winderosion verloren. Wie sich Staubstürme verhindern lassen und welchen Einfluss Staubpartikel auf das Klima haben, sind zwei von vielen Forschungsfragen im Windkanal. Landwirtschaft ist im Wandel. Die Anforderungen an modernen Ackerbau und Landschaftsschutz steigen. Aus Daten und mit Hilfe neuer Technologien werden digitale Unterstützungssysteme entwickelt und gemeinsam mit Partnern in der Praxis getestet. So entstehen beispielsweise app-basierte Hilfsmittel zur Optimierung von Anbauflächen. Von Einzelprozessen in Böden, Wasser, Pflanzen und in der Luft, unter dem Einfluss von Klima, Bearbeitung und Standortfaktoren, auf die Feld- und Landschaftsebene bis zur Analyse und Steuerung dieser Prozesse im Landschaftskontext. Die gesammelten Daten aus Labor- und Feldversuchen und das Wissen der unterschiedlichen Akteure werden miteinander vernetzt. So können die Forschungsergebnisse auf andere Landschaften, Regionen und zukünftige Entwicklungen angewendet werden. Landwirtschaft fit für die Zukunft machen.
Neue Technologien und ressourceneffizientere Anbausysteme reduzieren den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, fördern die Artenvielfalt und schützen vor den Auswirkungen des Klimawandels. Neue Nutzungskonzepte werden unter Praxisbedingungen entwickelt und getestet. Forschungsfragen gemeinsam mit der Praxis definieren. Nur über die enge Zusammenarbeit und den langfristigen Austausch mit verschiedenen Akteuren entstehen Vertrauen und Akzeptanz für Veränderungen. Daher ist auch die sozioökonomische Forschung unerlässlich für das Gesamtverständnis von Agrarlandschaften. So stellt das ZALF ein wichtiges Bindeglied zwischen Praxis, Gesellschaft und Politik dar, hilft zu verstehen, zu vermitteln und zu beraten. Denn hier wird die Agrarlandschaft der Zukunft Wirklichkeit. ZALF – Reshaping Landscapes by Rethinking Agriculture.